Habe die Ehre. Kommt es bei dir häufiger vor, dass du morgens aufwachst, bist total lustlos, antriebslos und unmotiviert aufzustehen, dich fertig zu machen, zu duschen, zu frühstücken, weil du weißt, dass danach Aufgaben auf dich zukommen oder eine Arbeit oder Kunden? Oder du lebst mit einer Frau zusammen, mit der du dich nicht wirklich glücklich schätzen darfst. Wie auch immer, auf jeden Fall ist dein Leben alles andere, als du dir es vorgestellt hast und als du dir gewünscht hast. Der Tag zieht sich dann auch hin. Du hast guten Willen, Dinge zu erledigen, aber es kommt immer wieder was dazwischen. Das schlechte Wetter, das trägt auch noch dazu bei, dass du Trübsal bläst. Der Nachbar klingelt an der Tür und braucht irgendwas von dir und will sich dann noch unterhalten. Und du kannst dich auch nicht losreißen. Und ja, alles läuft nicht so, wie du willst. Und abends, wenn du Revue passieren lässt, über den Tag, dann fällt dir auf, dass du eigentlich gar nichts geschafft hast. Es gibt kaum was, auf das du wirklich stolz sein kannst, für was du Dankbarkeit zeigen kannst, weil alles irgendwie nicht so gelaufen ist und du irgendwie nichts geschafft hast, was du dir eigentlich erhofft und vorgenommen hattest. Ja, das kann ich dir sagen. Ich kenne es nur ganz, ganz genauso und leider ist mir das oft vorgekommen. Ja, aber was im Endeffekt gefehlt hat, um davon wegzukommen, ist, dass du ja wieder mal träumst. Und was genau bedeutet es oder was genau macht es Träumen? Ich denke, dass großes Träumen einfach ein Wegbereiter ist für alles, was im Leben wichtig ist oder was dir wichtig ist und was dich glücklich macht. Es ist so ein bisschen dein, ja, wie soll ich sagen, dein Leuchtturm und dein Antrieb, Dinge in Bewegung zu bekommen. Dazu möchte ich nur mal kurz ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich aufgrund meiner Neugierde, weil ich auch in Zukunft ein anderes Leben führen will, oder beziehungsweise führe ich schon ein anderes Leben, habe ich mich mit reichen, nicht nur finanziellen, sondern auch glücklichen Menschen befasst und diese auch begleiten dürfen. Unter anderem darunter einen ehemaligen Geschäftsführer in der Automo in einem, im Autoverleih, nicht im Autoverleih, in der Autovermietung, so jetzt habe ich es, in verschiedenen europäischen Ländern. Und ich habe ihm viele Fragen gestellt und habe analysiert, woran es lag, dass er etliche Stunden gearbeitet hat, dass er diszipliniert seinen Tagesablauf hinbekommen hat, dass er in die Arbeit gegangen ist, auch wenn das Wetter schlecht ist, wenn zu Hause der Haussegen schief hing, ihn seine Frau verlassen hat, samt seinen Kindern. Aber er hat an seinem Traum festgehalten. Und sein Traum war ein Herzenstraum und sein Herzenstraum war, einfach in Freiheit zu leben. Und nicht nur in finanzieller Freiheit, sondern auch in hierarchischer, dass er niemanden mehr über sich hat, der ihm sagen kann, was er zu tun und lassen hat. Und ja, wenn man seinem Traum hinterhergeht, dann ist es für mich ganz wichtig, dass er. Oder für mich, was es ausmacht, ist es, dass man sich dadurch einfach glücklich schätzen kann und in Erfüllung leben kann. Und aus welchem Grund ist es eine Kernkompetenz für mich, speziell im Coaching und ganz wichtig auch, wenn man mit Kunden und mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, ist es, dass es einfach eine Kompetenz insofern ist, weil Kompetenz, falls es nicht, ich habe mich erkundigt, kommt aus dem Lateinischen von competentia. Das heißt so viel wie zusammentreffen. Und für mich ist wichtig, dass dein Traum, wenn er mit deinem Handeln zusammentrifft und eine Art Symbiose bildet, dann ist es für mich die wahre Erfüllung. Und wenn du ein erfülltes Leben lebst, wenn du erfüllt bist und jeden Tag dir bewusst wirst, dass du deinem Traum hinterherkommen gehen darfst und kannst und immer einen Schritt näher gehen kannst, dann bist du glücklich, dann lebst du in Erfüllung und damit inspirierst du auch andere Leute. Nicht nur dich selbst, sondern auch dein Umfeld,
deine Partnerin, deine Partner, dein Partner, deine Kinder, wie auch immer. Also mit allen Leuten, die du in Kontakt trittst, ja, die spüren es einfach, dass du einem größeren Ziel hinterhergehst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und ich denke, das ist ganz normal, dass man sich die stellt, warum oder wie ist es denn möglich? Und zwar, ja, ich habe erfahren, dass nur große Träume was bringen, und zwar die, von denen man nicht weiß, wie man hinkommt, die Angst hervorrufen, Zweifel und Sorgen bereiten. Aber ich denke, das ist ganz, und ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, weil nämlich anhand dieser Gefühle von Angst, Zweifel, Sorgen, wird man sich bewusst, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und wenn man aus seiner Komfortzone herausgeht, dann kann man erst ins Wachsen kommen. Und wie kann ich erst ins Wachsen kommen? Indem ich, ja, indem ich mich solchen Aufgaben stelle, von denen ich nicht weiß, wie ich sie lösen kann. Oder wie ich sie bewältige. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich habe es immer im Rahmen eines Programms mit Bob Proctor erfahren, dass es darum geht, im Leben zu wachsen. Und wir sind energetische Wesen, die sich immer wieder weiterentwickeln dürfen. Und wenn man sich nicht weiterentwickelt und wenn man nicht wächst, dann stirbt man. Und das will ich auf keinen Fall, dass es dir widerfährt. Und daher ermutige ich dich, einfach mal wieder ins Tagträumen zu kommen, wie ein Kind, das sich seine Welt einfach ausmalt, ins Fantasieren kommt, aus dem Herzen, wo du wirklich dabei bist und sagst, ah, das ist, was ich wirklich, von dem ich schon immer geträumt habe in meinem Leben. Und ich habe es mir nie getraut zu machen, aber ich will da unbedingt hin mal. Ich will das unbedingt erleben. Aber du erfährst es leider immer wieder, und das ist auch ganz normal von deinem Umfeld, wenn du dich offenbarst und wenn du erzählst, was du vorhast und was du noch gerne machen würdest, dann heißt das, du bist ein Verrückter, du bist ein Träumer, ein Spinner. Komm mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Habe ich alles schon erlebt. Ist ganz, ganz normal wenn es von Leuten kommt, die nicht verstehen, wie mächtig ein Traum sein kann. Und daher, ja, nochmal, lass dich nicht von deinen, von, lass dich von nichts und niemandem von deinen Träumen fernhalten. Verfolge sie und denk immer dran, dass du alles schaffen kannst, wenn du es auch willst. So, mein Name ist Martin Zimmermann. Ich habe mir als Lebensaufgabe gesetzt, dass ich extravaganten, aber noch zurückhaltenden und unsicheren Coaches und auch Wegbereitern, Pionieren, ja, den Mut gebe, dass sie ihr Leben frei und unabhängig auch aus finanzieller Sicht in Zukunft führen können. Wenn du wissen willst oder mit mir in Kontakt treten willst, dann ermuntere ich dich, einfach mal auf den auf den Link unter dem Video, in der Beschreibung zu klicken. Dort findest du die Möglichkeit, mit mir einen Termin zu vereinbaren, und dann können wir über deine Situation, über deine Träume sprechen. Du kannst gerne auch deine Träume in den Kommentaren erwähnen. Es ist schön, wenn man sie teilen darf und kann mit anderen Personen. Das verdeutlicht das Ganze nochmal und schickt eine Nachricht ans Universum, manifestiert das Ganze vielleicht noch etwas deutlicher und verfestigt es. Wenn du auch mal bewusst kommst ins Schreiben, was das Schreiben auch für Auswirkungen haben kann. Und ja, zu guter Letzt würde ich noch ganz kurz über meine Träume sprechen. Jetzt habe ich ja gesagt, die Träume sind wichtig. Ich träume davon, dass ich ein
weltweites Coaching, Consulting-Unternehmen aufbaue in verschiedensten Sprachen mit den unterschiedlichsten Personen, besonders aber mit Ureinwohnern aus allen Kontinenten, die ihr Wissen vermitteln und Menschen dazu bringen, wieder mehr in Kontakt zu gehen und sich ihre eigenen Natur und auch der Natur an sich bewusst zu werden und ein erfülltes Leben zu leben und ihr komplettes Potenzial zu erfahren. Das war mein persönlicher, da gehe ich jetzt nicht so ins Detail, aber ich träume davon, dass ich eine Villa, ein Ferienhaus oder auch in Kombination mit einer Farm in Namibia habe, wo ich Permakultur betreibe, eine schöne Veranda habe in die Wildnis und dort in der Hängematte mit meiner Liebsten und mit meinen Kindern die Zeit verbringen, die Natur genießt, die Ruhe genießt und ja, in bester Umgebung an meinem Lebenstraum weiterwirken kann. So, das war's. Ich wünsche dir noch schöne Träume. Mach's gut und bis bald. Ciao.